Kartoffel, im Burgenland auch Erdäpfel genannt. Wenn sie junge Kartoffeln sind, muss man nicht unbedingt schälen. Man kann in das Gratin anstatt des Käses, könnte man jetzt zum Beispiel ein Stückchen Räucherl reingeben oder eine geräucherte Makrele. Genauso könnte man Steinpilze drunter mischen, Sellerie. Also wenn jetzt schön geschnitten wird, dann biegt es ja wieder zusammen durch die Stärke. Wenn man das jetzt ins Wasser legen würde, da wäre die ganze Stärke heraus, dann hat es nicht mehr dieselbe Konsistenz. Dadurch, dass ein Käse drinnen ist, verzichten wir auf Muskatnuss. Weil ich finde, so intensiver Käse, Muskatnuss und Knoblauch, das überschlägt sich dann. Dann wird es einfach zu viel.